Ich begrüße dich zur heutigen Entspannung. Wir machen heute die progressive Muskelentspannung, in der wir nacheinander Arme, Beine und die Oberkörpermuskulatur beanspruchen. Du liegst auf deiner bequemen Matte, die Füße haben ein wenig Abstand zueinander, die Hände liegen bequem neben oder auf dem Körper und du atmest tief ein und aus. Du spürst, wie die Luft durch deine Nase in deinen Körper hineinströmt und anschließend durch den Mund wieder herausfließt. Du bist ganz ruhig, du bist ganz entspannt. Du spürst, wie sich beim Einatmen die Bauchdecke hebt und beim Ausatmen absenkt. Gedanken kommen, Gedanken gehen, du lässt sie ziehen. Deine Atmung ist ruhig und gleichmäßig. Du wanderst in Gedanken durch deinen gesamten Körper hindurch. Mit jeder Ein- und Ausatmung lösen sich noch verspannte Muskeln Stück für Stück. Wenn nötig, korrigiere noch einmal deine Position, bis alles angenehm ist. Du bist ganz ruhig. Du bist ganz entspannt. Deine Atmung ist ruhig und gleichmäßig. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit zunächst zu deinen beiden Armen. Spüre, wie deine Arme auf dem Untergrund aufliegen. Spüre deine Oberarme, deine Unterarme bis in die Hände und Fingerspitzen hinein. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit zunächst bei deinen Händen und Fingern. Mit dem nächsten Atemzug ballst du deine beiden Hände zu Fäusten. Halte und spüre die Anspannung in den beiden Händen. Deine Atmung bleibt ruhig und gleichmäßig. Nur die Hände und Unterarme sind angespannt. Der Rest des Körpers bleibt ganz entspannt. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in den Händen Stück für Stück.
Vielleicht spürst du ein leichtes Kribbeln oder Wärme oder Schwere. Deine Hände und Unterarme sind ganz entspannt. Du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit zunächst bei deinen Händen und mit der nächsten Einatmung spannst du noch einmal die Finger zur Faust geballt. Deine Atmung bleibt ruhig und gleichmäßig. Nur die Hände und Unterarme sind angespannt. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in den Händen komplett. Deine Hände und Unterarme sind jetzt ganz entspannt. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Händen und Unterarmen ein Stück nach oben zu deinen beiden Oberarmen. Wie fühlen sich die Oberarme im Vergleich zum Rest des Körpers an? Mit dem nächsten Atemzug spannst du die Muskeln deiner Oberarme an, indem du die Ellenbogengelenke anwinkelst. Deine Unterarme bleiben dabei ganz entspannt, nur deine Oberarme halten die Anspannung. Halte und spüre die Anspannung in deinen Oberarmen. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und mit der nächsten Ausatmung senken sich deine beiden Arme wieder ab und du entspannst deine Oberarme. Du bist ganz ruhig und ganz entspannt. Fühle den angenehmen Zustand tiefer Entspannung. Und mit dem nächsten Atemzug spannst du ein letztes Mal die Muskulatur deiner Oberarme an, indem du die Ellenbogengelenke anwinkelst. Nur die Muskeln deiner Oberarme sind angespannt. Der Rest des Körpers bleibt ganz entspannt.
Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in den Oberarmen. Spüre den Unterschied zwischen der Phase der Anspannung und der Entspannung jetzt. Deine beiden Arme sind jetzt vollkommen entspannt. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Armen durch deinen Körper hindurch in Richtung deiner Beine. Spüre, wie dein Gesäß den Untergrund berührt. Spüre deine Oberschenkel, deine Unterschenkel und deine Füße. Richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf deine beiden Füße bis in die Zehenspitzen hinein. Mit dem nächsten Atemzug krallst du die Zehen deiner beiden Füße ein und hältst die Anspannung. Nur deine Zehen sind eingekrallt, der Rest des Körpers bleibt ganz entspannt. Du atmest ruhig und gleichmäßig weiter. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in deinen Zehen. Deine Füße sind ganz entspannt. Deine Atmung bleibt ruhig und gleichmäßig. Mit dem nächsten Atemzug krallst du noch einmal die Zehen deiner beiden Füße ein. Halte und spüre die Anspannung. Der Rest des Körpers bleibt ganz entspannt. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in den Füßen. Vielleicht spürst du auch hier ein leichtes Kribbeln oder Wärme oder Schwere. Mit deiner Aufmerksamkeit bleibst du noch bei deinen Füßchen.
Und mit dem nächsten Atemzug spannst du deine Unterschenkel an, indem du die Fußspitzen möglichst weit vom Körper wegschiebst. Halte und spüre die Anspannung in der Schien- und Wadenbeinmuskulatur. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in den Unterschenkeln. Spüre, wie sich die Entspannung mehr und mehr ausbreitet. Mit dem nächsten Atemzug schiebst du ein letztes Mal die Zehenspitzen weit weg von deinem Körper, um die Schien- und Wadenbeinmuskulatur anzuspannen. Halte und spüre die Anspannung noch einen Moment. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung deiner Unterschenkel komplett. Deine Füße und Waden sind jetzt vollkommen entspannt. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Unterschenkeln ein Stück nach oben zu deinen beiden Oberschenkeln. Wie fühlen sich die Oberschenkel im Vergleich zum Rest des Körpers an? Mit dem nächsten Atemzug spannst du die Muskeln deiner Oberschenkel an, indem du die Knie bewusst nach hinten durchdrückst. Dabei kann es sein, dass sich deine Fersen vom Boden leicht abheben. Du hältst und spürst die Anspannung in den Oberschenkeln. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung. Vielleicht spürst du auch hier ein leichtes Kribbeln oder Wärme oder Schwere. Die Oberschenkel sind ganz entspannt. Mit dem nächsten Atemzug spannst du ein letztes Mal deine beiden Oberschenkel an.
Halte und spüre die Anspannung noch einen Augenblick. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung komplett. Deine Beine sind jetzt vollkommen entspannt. Genieße den angenehmen Zustand tiefer Ruhe. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Oberschenkeln noch ein Stück nach oben zu deiner Gesäßmuskulatur. Mit dem nächsten Atemzug spannst du deine Gesäßmuskulatur an, indem du deine Pobacken zusammenkneifst. Halte und spüre die Anspannung in der Gesäßmuskulatur. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung. Deine Gesäßmuskulatur ist ganz entspannt. Mit dem nächsten Atemzug spannst du ein letztes Mal die Pobacken an und hältst die Anspannung. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung komplett. Spüre den Unterschied zwischen der Phase der Anspannung und der Entspannung jetzt. Du wanderst von deiner Gesäßmuskulatur ein Stück nach oben zu deinem unteren Rücken. Spüre, wie der untere Rücken auf der Matte aufliegt. Mit dem nächsten Atemzug spannst du die Muskeln des unteren Rückens an, indem du ein leichtes Hohlkreuz machst. Halte und spüre die Anspannung im unteren Rücken. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung und du sinkst tief in die Matte hinein.
Spüre, wie du mit jeder Ein- und Ausatmung mehr und mehr entspannst. Mit dem nächsten Atemzug spannst du ein letztes Mal deinen unteren Rücken an, indem du ein leichtes Hohlkreuz machst. Deine Atmung bleibt ruhig und gleichmäßig. Nur der untere Rücken ist angespannt. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung komplett. Dein unterer Rücken ist jetzt ganz entspannt. Du wanderst von deiner Aufmerksamkeit her vom unteren Rücken nach oben zu deinem Schulter-Nacken-Bereich. Mit dem nächsten Atemzug ziehst du deine beiden Schultern nach oben in Richtung deiner Ohrläppchen. Halte und spüre die Anspannung. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung und deine Schultern sinken tief. Vielleicht spürst du auch hier ein leichtes Kribbeln oder Wärme oder Schwere. Deine Schultern sind ganz entspannt. Mit dem nächsten Atemzug ziehst du noch einmal deine beiden Schultern nach oben. Halte und spüre die Anspannung. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung in den Schultern. Deine Schultern sind jetzt ganz entspannt. Du wanderst
ein letztes Mal mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Schultern zu deiner Bauchmuskulatur. Wie fühlt sich der Bauch im Vergleich zum Rest des Körpers an? Mit dem nächsten Atemzug spannst du deine Bauchmuskulatur an, so als ob du einen leichten Schlag abfangen willst. Atme dabei möglichst ruhig und gleichmäßig weiter. Der Rest des Körpers bleibt ganz entspannt. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung. Spüre, wie die Entspannung sich stärker in deinem Körper ausbreitet. Mit dem nächsten Atemzug spannst du ein letztes Mal deine Bauchmuskulatur an. Halte und spüre die Anspannung noch einen Moment. Und mit der nächsten Ausatmung löst sich die Anspannung komplett. Du atmest noch einige Male tief ein und aus. Und ich zähle dann langsam von 5 rückwärts, sodass du wieder im Hier und Jetzt ankommen kannst. 5. Du bewegst ganz leicht deine Finger und deine Zehen. 4. Du kreist sanft mit deinen Hand und mit deinen Fußgelenken. 3. Du winkelst und streckst Ellenbogen. 2. Du winkelst und streckst deine Kniegelenke. 1. Du regelst und streckst deinen gesamten Körper und öffnest deine Augen, um nochmal tief ein- und auszuatmen.